Willkommen zurück, liebe Freunde, auf Phuket 24 Hours, eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. So, heute wieder mal mein Freund Harry aus Franken an meiner Seite. Servus, Harry. Moike. Harry, du bist ja eigentlich bei uns hier auf dem Channel auf Phuket 24 Hours der Gastro-Guy, der Feinschmecker, der so ein bisschen die Restaurants mit mir durchgeht und so ein bisschen das Essen testet hier in Thailand. Haben wir in der letzten Zeit ein bisschen weniger gemacht, aber du bist ja auch nur am Rumreisen hier auf Phuket. Und demzufolge haben wir da nicht ganz so viel Zeit, aber so viel Zeit musst du dir auch noch gönnen. Bist ja auch noch nicht ganz so lange da, jetzt sind es 2,5, 3 Jahre, wie mal da. Also es gibt noch viel zu erkunden. Demzufolge sehe ich dir das nach. Heute haben wir was Neues geplant. Das heißt nicht, dass es den Gastro-Guide nicht mehr gibt, aber die Aktualität holt uns so ein bisschen ein. Und ich habe mich mit Harry unterhalten. Wir sehen uns ja mehrmals die Woche. Und da ging es darum, hier in Phuket oder hier auf Thailand ein Fahrzeug zu führen, sei es jetzt ein Auto oder ein Motorbike. Und da gibt es viele, viele Informationen, allerdings auch viele Falschinformationen. Da hat der Harry jetzt ein paar gute Informationen mitgebracht und ja, vielleicht das mal zum Start. Ja, für uns verlangt es hier neben in Thailand, ist es eben ganz wichtig, dass wenn du länger hier bist, dass du einen thailändischen Führerschein hast. Und wenn du als Tourist hier rüberkommst, dann hast du deinen internationalen Führerschein, den musst du mitnehmen, und deine Plastikkarte, wo du in Deutschland kriegst, weil die Thailänder hier neben, gerade jetzt hier auf Phuket, die kassieren dich dermaßen ab, wenn du nur die Plastikkarte dabei hast. Die wollen also den internationalen Führerschein sehen. Und aber wenn du länger hier in Thailand lebst, dann solltest du einen thailändischen Führerschein haben. Das geht los mit Versicherungstechnik oder versicherungstechnisch, dass du den Thai-Führerschein hast. Der Thai-Führerschein ist dann auch gleichzeitig ein Ausweisdokument wie ein Passport. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir für dich jetzt den thailändischen Führerschein machen. Meine Frau und ich, wir haben den, als wir 2021 gekommen sind, gleich als erstes gemacht. Wir hatten jetzt dann die Verlängerung, weil der thailändische Führerschein ist so, du beantragst den das erste Mal. Und dann ist er 2 Jahre gültig, und nach den 2 Jahren musst du ihn verlängern, und dann ist er jeweils immer 5 Jahre gültig. Und mit dir fangen wir jetzt mal an und machen den 2-jährigen Führerschein. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Harry und der Heike. Leben, wie gesagt, jetzt seit 2,5, 3 Jahren hier. Ja, Gut zwei Jahre. Ja, das sind ja fast 3. Nein. Und ja, Harry ist so ein bisschen genauer wie ich. Also ist dann schon jemand, der dann auf die Feinheiten schaut. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich denke, viele von euch und die Gespräche, die ich hier mit dem einen oder anderen so geführt habe, bestätigen mir das, sind da eher so ein bisschen nachlässig. Und das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, wenn du hier mit dem Roller fährst, zum Beispiel, oder auch im Auto, und hast dann internationalen Führerschein, wird das natürlich von der Polizei, wenn du an den Checkpoint aufgehalten wirst, ganz anders gehandhabt, wie wenn du dann vielleicht einen Verkehrsunfall hast oder was auch immer passiert und die Versicherung einspringen muss, dann schaut es halt ganz anders aus. Und das sind viele Punkte, die wissen die wenigsten. Ich wusste es auch nicht, denn ich bin hier als Farang, als Ausländer schon das ein oder andere Mal in eine Kontrolle gekommen. Kontrollen gibt es gerade hier jetzt in der High Season an jeder Ecke. Da kann die Polizei sehr, sehr gut Geld machen, und das sei ihnen auch vergönnt. Und Kontrollen, wenn hier alkoholisierte Leute rumfahren, da sind wir ja auch nicht böse, dass sowas gibt. Genau. Nur da hast du halt dann den Eindruck, wenn du mit dem internationalen Führerschein den vorlegst und der Polizist sagt, okay, alles in Ordnung, und winkt dich weiter, ich habe alles, was ich brauche. Und das ist eben ein Trugschluss. Viele Urlauber bzw. Leute, die hier Langzeit leben oder die hier ihr Lebensdomizil jetzt sich aufgebaut haben, sind dann eben auch der Meinung gewesen, dass man mit dem normalen deutschen Führerschein oder jetzt österreichischen Schweizer Führerschein
hier vollkommen ausreichend ausgestattet ist. Das ist nicht der Fall. Und wie gesagt, nach 3 Monaten ist auch der internationale Führerschein nicht mehr ausreichend. So viel haben wir jetzt, glaube ich, schon mal ganz deutlich transportieren können. Und in diesem Video, beziehungsweise auch in den nächsten Videos, die jetzt anhand, beziehungsweise nach diesem Video folgen werden, werden wir mal so den ganzen Ablauf, was benötigt wird, wie man mit seinem internationalen Führerschein dann letztendlich zu thailändischen Führerschein gelangt. Das werden wir dokumentieren, werden da einige Videos machen und so nach und nach den ganzen Ablauf jetzt anhand mir mit Hilfe von Harry dokumentieren, und ich hoffe, dass er dabei bleibt und danach auch ein bisschen besser informiert seid und vielleicht auch den Weg findet, diesen internationalen Führerschein zum thailändischen umzuschreiben, denn wenn man als Ausländer, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, hier mal in einen Verkehrsunfall verwickelt wird und dann am Ende der Meinung war, Mensch, du, ich habe eine Versicherung abgeschlossen, vielleicht eine extra gute Versicherung, wenn ich dann ja mal hier einen Unfall habe, möchte ich in keine Schere reinkommen, und am Ende hat man viel Geld ausgegeben, bekommt trotzdem die Schere rein, nur weil man eben es nicht gewusst hat oder vielleicht es gescheut hat, diesen Weg zu gehen und diesen Thai-Führerschein zu machen, dann beißt man sich, glaube ich, ganz gewaltig in den Schwanz. Und deswegen werde ich das jetzt dank dir und ja. Hoffen wir, dass wir das jetzt dann auch letztendlich dann, wenn wir zurückkommen, einen thailändischen Führerschein, und dran denken, wir brauchen einmal Auto und einmal Motorrad. Also du kriegst 2 Führerscheine. Dank dir und deiner Zeit, die du dem Ganzen widmest, jetzt angehen, und in diesem Sinne starten wir. Harry, zuallererst, jetzt denke ich mal interessant, beziehungsweise vielleicht, dass wir mal so ein bisschen auflisten, was benötige ich denn überhaupt, um diesen Thai-Führerschein beantragen zu können? Ja, okay, Pico. Also da habe ich mir ein bisschen eine Liste gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Du weißt, wir kommen in ein Alter, wo wir das eine oder andere auch mal vergessen. Du bist schon drin, ich komme noch rein. Ja, bei dir ist es genau das Gleiche, aber ist ja gut. Also, wir werden uns jetzt erst einmal dann bei dem Land of Transport, wo wir also unseren Führerschein beantragen, da werden wir uns dann jetzt erstmal registrieren per App. Und dann werden wir einen Termin vereinbaren bei denen, wann wir dann auch hingehen können. Da unterbreche ich dich kurz. Das heißt, du lädst eine App auf deinem Handy runter von Land of Transport. Genau. Blenden wir hier ein. Genau. Und dort registrierst du dich dann, und dann machen wir einen Termin bei einem Land of Transport in ganz Thailand. Das ist egal, das ist abhängig, wo wir hinfahren wollen. Wir können in Phuketown, wir können nach Phang Nga fahren, aber das schauen wir noch, wo wir hingehen. Und ich glaube, auch in Patong ist es möglich? Na, in Patong holst du dir nur ein Dokument, wo du dazu brauchst. Also du musst nach Phuket-Stadt musst du hinfahren. Okay. Und ja, und da machen wir dann einen Termin, und dann brauchen wir für die Umschreibung des internationalen Führerscheins in einen thailändischen Führerschein, brauchen wir dann ein Certificate of Resident. Dieses Certificate of Resident bekommen wir bei der Immigration. Dort gehen wir hin, da brauchen wir den zweimal, weil du ja den Kfz, also den Autoführerschein und den Motorradführerschein. Das ist ein wichtiger Punkt, das möchte ich ganz kurz nochmal sagen. Wenn ihr diesen Führerschein umschreiben wollt, das haben wir, glaube ich, am Anfang nicht dabei gehabt, und eine wichtige Information, ihr braucht alles doppelt, denn es ist nicht so, dass ihr einen Führerschein macht wie in Deutschland, wo dann eben der Motorrad- und der Autoführerschein mit drin ist. Nein, ihr müsst jeweils für das jeweilige Fahrzeug, beziehungsweise, wie sagt man, für Auto und für Zweirad muss ein separater Führerschein gemacht werden. Demzufolge doppelt Kopien. Genau. Alles das, was wir brauchen, brauchen wir dann dementsprechend doppelt. Genau. Okay. Also, dieses Certificate of Resident, wie gesagt, das bekommen wir auf der Immigration. Für dieses Zertifikat brauchen wir 2 Passbilder. Ich weiß, das wird bei dir ein bisschen schwierig werden, ne, mit Passbilder zu machen, weil wer macht von dem Kopf gerne ein Bild, oder? Feiner Kerl. Spaß. Also wie gesagt, Passbilder brauchen wir 2-mal. Dann müssen wir zum Arzt gehen. Also du musst zum Arzt gehen, kriegst dort ein ärztliches Attest. Die lässt du dir auch 2-mal ausstellen. Da wird Blutdruck gemessen. Aber werdet ihr im Video sehen, was alles gemacht wird.
Dann brauchen wir Kopien und die, wie du richtig gesagt hast, alles doppelt. Wir brauchen von deinem Visa, wir brauchen von deinem Reisepass die erste Seite, wir brauchen von deinem internationalen Führerschein Kopien und von deinem deutschen Führerschein auch Kopien. Und ja, und dann war es das eigentlich schon gewesen. Das sind die Dokumente, die wir brauchen für die Umschreibung. Das blenden wir jetzt auch dann nochmal im Video ein, beziehungsweise all das, was wir euch hier erzählen, was vielleicht so ein bisschen schnell durchläuft, werden wir dann unten in den unter dem Video in der Bio dann nochmal alles schön reinschreiben. Dann könnt ihr das alles nochmal in aller Ruhe nachlesen. Genau. So, liebe Freunde, wir sitzen auf der Emigration. Wir haben die Nummer 94 gezogen. Das war ein Glückslos, weil nur zwei Nummern waren zum Warten und fünf Minuten später ging es dann auch schon an den Schalter. Das Erste, was ich machen musste, 600 Baht bezahlen. Das ist wie überall auf der Welt, Geld regiert die Welt, aber 600 Baht im Vergleich zu dem, was man hier bezahlt, wenn man das Ganze, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, auf einem anderen Wege macht, nämlich dem, dass man sich so einen Führerschein einfach kauft. Sowas soll es auch geben, aber das wollen wir nicht, wir wollen es vernünftig machen. Da geben wir mal 600 Baht gerne aus und die Immigration, ihr habt es, beziehungsweise ihr seht es im Video, ist voll. Wir haben aber das Glück, dass wir halt an der Stelle heute sind, wo es nur um den Führerschein geht und sind relativ schnell dran, warten jetzt auf unsere Unterlagen und dann geht es auch schon wieder weiter. Also es geht relativ ratzefatze. Vielleicht noch ganz kurz die Info für diejenigen, die hier nach Phuket kommen. Wir sind auf der Immigration hier in Phuket Town und da sind sehr, sehr viele Menschen unterwegs und trotz alledem haben wir, wie gesagt, Glück heute. Scheint schnell zu gehen und ja, Harry, ist ja gut. Was wir noch dazu sagen wollen, wir waren vorher auf der Immigration in Blue Tree und dort bekommt man diese Wohnsitzbescheinigung nicht ausgestellt. Deshalb mussten wir jetzt hier auf die Immigration nach Phuket Town oder wer es auch macht, ist die Immigration in Patong. Schlecht vorbereitet, lieber Harry. Ja, dafür geht es hier umso schneller, weil ich dabei bin. Aber du hast ja 5 Tage gemacht. Riesenumweg gefahren von Kamala zum Blue Tree und dann rüber Phuket Town. Also, mein lieber Freund. Einwandfrei. Na? Musst ein Eis dann noch ausgeben. So schaut's aus. Genau. Nein, wie gesagt, jetzt warten wir auf die Unterlagen und dann haben wir da eigentlich alles zusammen. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir im Video am Anfang bei all den Sachen, die wir brauchen, erwähnt haben, dass auch Passbilder dabei sein müssen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir es dabei hatten. Wenn nicht, nochmal jetzt hinterhergeschoben, 2 Passbilder, ganz, ganz wichtig, um ja, die Unterlagen dann hier einzureichen. Und wenn wir die jetzt dann haben, sind wir dann für heute, glaube ich, erstmal durch. Im nächsten Akt geht es dann weiter zum Arzt, die ärztliche Bescheinigung, dass alles in Ordnung ist. Da hoffe ich mal, dass sie mich durchwinken, wenn nicht, dass sie das Blut vom Harry nehmen. Aber das sehen wir dann im nächsten Video und ja, würde ich sagen, jetzt warten wir mal, bis uns durchrufen. Genau, super.